Willkommen, meine Damen und Herren. Ich lag nicht ganz richtig. Ich mache doch noch ein Video vor dem Stream und zwar über eines der neuen Knives. Es gibt vier neue Knives, wobei mir die anderen drei Arten nicht sonderlich gut gefallen, weil die ja irgendwie auch aussehen wie halt schon vorhandene Knives. Aber das hier ist jetzt immerhin mit den Löchern da drin mal eine, ja, besondere Form halt. Das schauen wir uns also jetzt etwas genauer an. Es ist das Skeleton Knife und hier unten steht: There is a spooky skeleton in all of us. Wo sie recht haben, haben sie recht. Dieser Skin ist der Vanilla-Skin, aber natürlich gibt es auch für dieses Knife alle anderen Standard-Skins, wie zum Beispiel Case Hardened. Sieht ganz lecker aus, kann man schon mal machen. Das Fade kommt hier auf dem Messer sehr gut zur Geltung. Lecky schmecky. Das Slaughter sieht auch ganz prickelnd aus. Rot ist halt nicht so mein absoluter Lieblingsfall, wisst ihr ja. Dann kommt hier ein Urban Masked und was man dem Skin zusprechen kann an positivem Zuspruch, ist, dass der Skin über den gesamten Körper, über alles drüber geht. Das würde bei manch anderem Skin sicherlich toll aussehen, aber hier nicht. Auch das Blue Steel gibt es hier bei diesem Knife. Ja, was soll ich sagen? Geht. Ja, Blue Steel ist jetzt halt auch nicht so absolut krass, ne? Es sieht nach einem normalen Knife aus, was es für viele ja auch wiederum ansprechender macht. Manche sagen ja auch, bunte Knives möchten sie nicht. Sie wollen Knives, die halt nach einem Messer auch aussehen und nicht nach irgendeinem Kinderspielzeug. Wie zum Beispiel das Crimson Web. Ja. Auch wieder rot, auch wieder nicht so meins, trotzdem schön umgesetzt, das passt auf jeden Fall auch hier gut drauf. Hier haben wir ein Stained, auch das geht eigentlich klar. Also, ja doch, würde ich sagen, geht schon klar, kann man machen. Ja, und dann kommen halt die ganzen verwaschenen Dinge. Night Stripe, Scorched, das sieht aus wie ein Grafikfehler. Safari Mesh, beste Klinge. Das Forest Diddy Pet, geht eigentlich, das geht. Ja, also sowas könnte ich mir vorstellen, als Kind mal besessen zu haben. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal genau so ein Messerchen gehabt, aber das konnte man, also ich hatte dafür noch eine Scheide, um es einzuführen. What the fuck? Ja. Und dann gibt es ja noch, zu guter Letzt, das Boreal Forest. Ganz nice. Ist eigentlich ganz nice. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die anderen Knives überhaupt machen soll, weil, komm, mache ich sie halt. Mache ich sie halt durch für die Suche, für die YouTube-Suche, oder? Ach komm, heute ist CSGO-Tag. Kann man schon mal durchmachen, okay? Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass ich hier oben an meinem Kopf dieses wunderbare Teil habe. Schön. Wunderschön. Ja, wir sehen uns dann jetzt vorm Livestream nicht mehr. Ich werde da nichts mehr releasen. Zwar noch was aufnehmen, aber ja, alles andere kommt dann danach oder morgen. Reingehauen, reingeschauen, Schweinebaum, Kacketraum. Bam.